Als Eltern ist es oft eine große Herausforderung, mit den Kindern zum Zahnarzt zu gehen. Die Angst vor dem Unbekannten und vor schmerzhaften Eingriffen kann bei den Kleinen oft für ein Vierteljahr große Aufregung sorgen. Doch gerade in jungen Jahren ist eine regelmäßige zahnärztliche Untersuchung besonders wichtig, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. In diesem Video möchte ich Ihnen deshalb erklären, wie eine zahnärztliche Untersuchung bei Kindern abläuft und wie Sie Ihr Kind bestmöglich darauf vorbereiten können. Eine wichtige Vorbereitung auf den Zahnarztbesuch ist das Gespräch mit Ihrem Kind. Erklären Sie ihm in kindgerechter Sprache, warum es wichtig ist, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen und dass der Besuch dort nicht schmerzhaft sein muss. Versuchen Sie, mögliche ANGST und Sorgen Ihres Kindes ernst zu nehmen und ihnen mit Wärster in der Nähe zu begegnen. Positiv ist es auch, Ihrem Kind zu erklären, was es bei der zahnärztlichen Untersuchung erwartet. So kann es sich besser darauf einstellen und FA1/HLT sich weniger A1/4 überrascht. Am Tag des Zahnarztbesuchs ist es ratsam, genug Zeit einzuplanen, damit Ihr Kind sich nicht unter Zeitdruck FA1/HLT. Kommen Sie rechtzeitig in der Praxis an und lassen Sie sich von der freundlichen Atmosphäre empfangen. Die meisten Zahnärzte haben spezielle Behandlungszimmer FA1/Kinder, die mit bunten Bildern und kindgerechten Materialien ausgestattet sind. So FA1/HLT sich Ihr Kind gleich wohler und entspannter. Die eigentliche Untersuchung beginnt meist mit einem kurzen Gespräch zwischen Zahnarzt und Kind. Der Zahnarzt wird Ihrem Kind erklären, was er vorhat und bitten, den Mund zu öffnen. Mit einem kleinen Spiegel wird er dann die Zähne und das Zahnfleisch untersuchen, um mögliche Probleme wie Karies oder Endzahnviertelendungen frühzeitig zu erkennen. Dabei achtet der Zahnarzt auch auf die Zahnstellung und die Entwicklung der Zähne, um eventuelle Fehlstellungen oder Kieferprobleme zu erkennen. Während der Untersuchung ist es wichtig, ruhig und geduldig zu bleiben und Ihrem Kind Sicherheit zu vermitteln. Oft bekommen Kinder Angst, wenn sie das FA1/HLT haben, die Situation nicht kontrollieren zu können. Versuchen Sie deshalb, mit positiven und beruhigenden Worten auf Ihr Kind einzureden und es durch die Untersuchung zu begleiten. Loben Sie es FA1/HLT seine Tapferkeit und ermutigen Sie es, weiterhin regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. Nach der Untersuchung wird der Zahnarzt Ihnen und Ihrem Kind möglicherweise Empfehlungen geben, wie Sie die Zahngesundheit Ihres Kindes unterste ein Viertel sehen können. Dazu gehören Tipps zur richtigen Zahnpflege, zur Ernährung und zur Vermeidung von Karies. Auch mögliche Behandlungen wie eine Fluoridierung oder eine Versiegelung der Zähne können besprochen werden. Nehmen Sie sich die Zeit, die Empfehlungen des Zahnarztes in Ruhe anzuhören und umzusetzen, um die Zahngesundheit Ihres Kindes bestmöglich zu unterste ein Viertel sehen. Zum Abschluss des Zahnarztbesuchs wird Ihr Kind oft mit einer kleinen Belohnung wie einem Sticker oder einem Spielzeug belohnt. Das soll ihm zeigen, dass der Besuch beim Zahnarzt gar nicht so schlimm ist und es sich beim Naschten mal wieder darauf freuen kann. Loben Sie Ihr Kind FA1/HLT seine Tapferkeit und ermutigen Sie es, weiterhin regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. Insgesamt ist es wichtig, dass das FA1/HLT zwischen Ihrem Kind und dem Zahnarzt von Vertrauen und Sicherheit geprägt ist. Durch regelmäßige Besuche beim Zahnarzt und eine gute Zahnpflege können Sie dazu beitragen, dass Ihr Kind keine Angst vor dem Zahnarztbesuch hat und seine Zahngesundheit bestmöglich unterste ein Viertel TZT wird. Bleiben Sie geduldig und einfach ein Viertel heilsam, auch wenn Ihr Kind aufgeregt oder angstlich ist, und zeigen Sie ihm, dass der Besuch beim Zahnarzt eine positive Erfahrung sein kann. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass eine zahnärztliche Untersuchung bei Kindern in der Regel problemlos und unkompliziert verläuft, wenn Eltern und Zahnarzt gemeinsam dafür ein Viertel sorgen, dass sich das Kind wohl FA1/HLT und Vertrauen aufbauen kann. Mit ein bisschen Vorbereitung und Geduld können Sie dazu beitragen, dass Ihr Kind seine Zahngesundheit langfristig erhält und keine Angst vor dem Zahnarztbesuch hat. Gehen Sie also gemeinsam mit Ihrem Kind regelmäßig zum Zahnarzt und legen Sie so den Grundstein FA1/HLT gesunde und starke Zähne.